Wir sind wieder da bei Assassin's Creed. Assassin's Creed. Okay. Will ich auch spielen. Das sieht aus wie früher in der Videothek, wenn man die lustigen Pornonamen sich durchgelesen hat. Ja, Clockwork Orgie haben wir mal ausgeliehen aus Versehen. Wir wollten Kubrick und bekamen Clockwork Orgie. Naja. Ein letzter Ratschlag. Melde dich bei Roshan. Also machen wir. Du scheinst dich entschieden zu haben. Katharina Thalbach wieder am Mikrofon. Arib ist unschuldig. Der Statthalter weniger. Er hat eine Abmachung mit dem Orden und alle Mut dem Schutz seiner Vettern entzogen. Verflucht. Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Ja. Assassin's Creed. Im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. Er verzichtet und gehorcht dem Orden, an dessen Spitze seine Mutter steht. Kabiha ist der Kopf der Schlange. Wo ist sie jetzt? In den Palast geflohen. Wenn wir jetzt handeln, retten wir aller Mut. Gib mir die Feder, Meisterin. Kabiha wird schnelle Gerechtigkeit erfahren. Und ich werde sie überbringen. Was? Was willst du damit sagen? Dass eine erfahrene Hand nötig ist. Das letzte Mal, als du in einem Palast warst, hast du Chaos gestiftet, milde ausgedrückt. Habe ich mich seitdem nicht bewiesen? Meisterin, ich verdiene das Recht... Du verdienst was? Das Recht zu töten? Nein, das ist nicht... Ein Schlag von einem von uns ist ein Schlag von allen. Oder verlangt dein Ego nach der Ehre? Oh. Nicht mein Ego, Meisterin. Die Pflicht. Ich leistete einen Eid, mein Leben zurückzulassen, im Dunkel zu wandeln und dem Licht zu dienen. Das will ich tun. Kabiha ist gefährlicher als ihre Scherben. Schlag schnell zu und beende es. Du darfst nicht zögern. Finale, was? Was war ein Eisklotz? Wer ist sie, dass sie dir Kabiha vorenthalten oder dir sagen kann, wann du zuschlagen sollst? Ist doch gerade erlaubt. Meine Meisterin und Mentorin, ohne die ich nur eine Leiche in den Straßen von El Anbar wäre. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer. Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte. Und wirst dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Hä? Ich verstehe dieses Streitgespräch gerade gar nicht. Ich verstehe jetzt schon die Gespräche hier, ja. Ja, also es war auch gerade, war die Situation doch, dass sie halt sagt, okay, das mache ich. So viele tot oder verschwunden. Ja. Und jede einzelne Blutspur führt zu dir, El Bahamut, die letzte Maske, die fallen muss. Du überließest Wasif die Aufständischen. Hast El-Khul entfesselt, gabst die Krone deines Sohns, um Alamut zu erobern. Und wofür? Ein wertloses Andenken an ein vergessenes Zeitalter? Egal. Wir sehen uns im Palast. Und dann werde ich der Schlange den Kopf abschlagen. Man sieht ja auch das Gespräch auch von Anfang an gesehen, so ziemlich. Ja. Also die sagt halt so, okay, das mache ich jetzt, das ist so wichtig und du hast das schon ein bisschen verkackt. Und dann liegt er halt da, warum es wichtig für ihn ist und überzeugt sie. Und dann ist es so ein Gespräch eigentlich auf Augenhöhe. Sie ist schon noch die Meisterin, aber sie berücksichtigt, was er sagt und sagt am Ende, okay, dann mach du das. Und dann kommt sie um die Ecke und sagt, ha, die sagen immer, was sie zu tun hast. Die hören überhaupt nicht auf dich. Und ne, war doch gerade genau das Gegenteil von dem, was sie gesagt hat. Ich verstehe es nicht manchmal, was da passiert. Ja. Ja, Mai. Ja. Ist halt doch kein Thomas-Mann-Roman, ne? Ja, aber wenn er jetzt einfach wirklich so untergebuttert worden wäre und dann so, nee, du hast jetzt hier nichts zu sagen, auf Wiedersehen. Selbst dann wäre es noch eine Frage gewesen, ob das nicht trotzdem okay ist in so einem hierarchischen Orden, wie es halt die Assassinen sind. Dass der Chef persönlich die wichtigen Attentate machen darf. Was heißt darf? Wenn er es argumentiert und sagt so, hey. Der ist der Beste. Oder ja, sie. Und das ist jetzt ja nicht gerade unwichtig. Selbst das wäre dich vielleicht immer noch kämpfen. Und kann man vielleicht sauer sein oder so. Dann hätte es eine Sache gegeben, wo dann ja, wo sie irgendwie einhaken kann oder so. War das Gespräch irgendwie völlig sinnlos. Und naja. Ah
Also hier gibt es irgendwie ein paar Gelegenheiten. Na, der wird auch gleich. War das jetzt beim Fußball oder war das hier in Bagdad? Hey, ist ein Tor. Sie ist also der Oberhaupt des Ordens. Mag ja sein, dass es daran liegt. Oh, jetzt bin ich Meister. Oh, jetzt bin ich der Meister. Dass, wenn man jetzt mehr am Ball geblieben wäre bei dem Spiel, sich denken würde, was, die gibt's ja nicht. Aber entlockt mir gerade nur einen Schulterzucken, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das spielt beides wahrscheinlich ein bisschen rein. Das hat sicherlich nicht geholfen. Ich weiß noch, wie ich bei Assassin's Creed Odyssey so eine Eingebung hatte, wer dahinter steckt, und das war gar nicht schlecht. Okay. Das war eigentlich ganz cool. So vier Fertigkeitspunkte habe ich noch. Was nehme ich denn noch? Was braucht man nicht mehr? Ja. Du musst halt auch was für den Bossfight mitnehmen. Tüfteln. Nicht irgendwelche Kinderkram. Ja. Das auch nicht da links irgendwas. Aber wobei seine das hier, das ist aber so in der Luft runterspringen. Was ist das andere? Aus der Luft Wurfmesser. Das ist 3. Mach ich eh nicht. Die ist halt geil, die Konterrolle. Aber da brauche ich nochmal 4 Punkte. Also da brauche ich noch 7 Punkte. 3 extra noch. Weiß ich auch nicht. Oder halt mehr Reichweite für einen Enkidu, wenn ich noch schneller Wachen markieren will. Ich mache jetzt doch mal das, vielleicht kriege ich ja, man kriegt ja immer so viele Punkte auf einmal bei jedem Dings. Und ich habe ja noch, das mache ich aber dann vielleicht off-cam, das würde mich ja doch noch irgendwann interessieren, was diese Nihal-Geschichte ist und der, was da mit den Scherben in der Wüste los ist oder so. Mal schauen. Jetzt schauen wir mal. Achso, können wir hier mal auf die Karte gucken. Hier gibt's. Achso, da kann ich mir nur das anschauen. Aber wer hätte das gedacht, dass der Palast in der Mitte der Karte ist, dass da das Finale stattfindet. Also hier wollen auf jeden Fall Leute rein. Ali scheint nun doch den Palast anzugreifen. Seine Aufständischen könnten die Wachen ablenken. Ja. Was will er denn haben dafür? Hallo, Verborgener! Kannst du uns durch diese Tore helfen? Sie sind von innen verriegelt. Ihr scheint mir kampfeslustig, Brüder. Ich werde mein Möglichstes tun. Kannst die 3 Wachen verhauen und das Tor aufmachen für die? Ja, das Geile ist ja, klar, ich habe jetzt gerade die Original Altair oder die Original Assassinenkluft an der man offenbar auch damals schon sofort erkannt hat, dass ich einer von den Verborgenen bin. Du hast doch eben das geheime Handzeichen gemacht, als du ihn angesprochen hast. Hast du nicht gesehen. Achso, Assassin's Creed. Richtig. Oder er hätte mich halt auch erkannt, wenn ich irgendwelche anderen Sachen angehabt hätte. So wie zum Thema die Verborgenen. Weißt du, das sind so Sachen, da frage ich mich dann schon. Das wird doch getestet. Also was werden Spiele nicht krass getestet auf? Naja, aber du musst ja eine Balance finden. Ich sage ja nicht, dass es richtig ist, aber du musst eine Balance finden zwischen Spielbarkeit einfach, dass du halt mit jemandem reden kannst und die Geschichte weiter gehst. Ja, okay. Aber warum mache ich dann nicht das geheime Handzeichen? Da kommt sogar noch Social Content bei rum. Ja, so 50 Details, die du nicht im Mirage gesehen hast. Zum Beispiel Basim gibt Aufständischen, die mit ihm zusammenarbeiten, ein geheimes Handzeichen, an dem sie ihn als erkennen, auch wenn sie ihm noch nie begegnet sind oder irgendwie sowas. Ja, ne, das wäre ein so ein kleiner Tweak, das weiß ich nicht. Ja, es gibt so viele kleine Sachen. Das sind das für mich so wichtig, keine Ahnung, spielt schon mit rein. Aber allgemein, so dieses Durchdachte, das ist ganz interessant, weil ich in letzter Zeit so viele unterschiedliche Spiele gespielt habe, teilweise die sehr Gameplay-lastig waren, teilweise extrem, dass ich Sifu hat irgendwie auch eine Geschichte, aber das ist ja ein pures Gameplay. Dann habe ich wie Rising gespielt, was ebenfalls fantastisch ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Etwas Musik würde den Tag verschönern. Was und die auch. Wachen anlocken. Wundervolles Spiel. Willkommen, Saidi. Ich fürchte, du bist zu früh. Ich wärme mich noch auf. Ich glaube, du bist aufgewärmt genug, um für diese Wachen zu spielen. Möglich. Aber nicht ohne Lohn. 7. Ja, eine haben wir davon. Also eine kostet es nur. Bitte sehr. Danke, dass du die Kunst unterstützt. Hoffentlich macht das den Weg frei. Aber das Gartentor mache ich, glaube ich, trotzdem noch auf. Ja, wir machen mehrere Sachen. Wir machen hier die komplette Chaosrunde. Dann habe ich aber auch so narrative Spiele gespielt, wie Alan Wake. Dann manche auch gemischt. Alan Wake hat auch schon ein nettes Gameplay. Und dann gibt es so Mischungssachen wie Baldur's Gate 3, was viel. Scheiße. Was viel Gameplay hat, oder super Gameplay, aber auch coole Story und so. Und
mag das wirklich gerne, irgendwie so zu sehen, wie unterschiedlich Spiele sind, was unterschiedliche Stärken. Ach, dann kommt der, ist ja gleich bei dir. Ja. Du, bleib bei mir. Zusammen schaffen wir das. Ja. Der Tod naht. Wie kriege ich da vorne jetzt den Balken weg? Das ist ganz schön mit so einer Rauchbombe vielleicht, aber dann muss ich hier erstmal quer durch den Garten durch. Los, Enkidu. Eieiei. Ja, ich finde es halt dann grafisch zu spielen, die Dings total cool bei Baldur's Gate, dass dir die Komplexität es leicht gemacht wird, dich drauf einzulassen. Also. Da dachte ich am Anfang auch so, boah, willst du jetzt wirklich irgendwie ein klassisches Runden-Rollenspiel spielen mit dem und dem System, was eh schon nicht ganz trivial ist und dir das dann alles irgendwie abwägen und auch noch Runden-Dings und nicht einfach so, ja, wie bei Dragon Age, so, ja, klopfst dir halt alle weg, wenn du Gegner findest. Und dann, nee, Schritt für Schritt ist dann jeder Kampf irgendwie wie so ein Riesenpuzzle geworden. Mit so vielen verschiedenen Fähigkeiten, die... Ach so, der Rauch killt die auch noch. Der hätte ich gar nicht mehr gebraucht. Ja, der muss gelevelt, ne? Ist ja geil. Die Tür ist versperrt. Von was? Kannst du die kaputt machen? Ja. Okay. Ein Schwert draufhauen geht nicht? Das ist ja geil. Ich kann nicht den Balken einfach rausnehmen und so. Nee, ich muss... Und draufhauen kannst du auch nicht? Doch. Okay. Ja, okay. Sei mein Verbündeter. Maskiere meine Schritte. Oh, hier vorne ist nochmal so ein Tor. So, jetzt schauen wir mal, wo noch welche sind. Ich finde es auch so cool, wie unterschiedliche Qualitäten Spiele haben und haben können. Und wie manchmal sich Spiele auf ganz einen Aspekt fokussieren und den so gut machen. Oder Spiele mehrere Sachen davon abdecken. Oder einfach ungewohnt kombinieren. Und ich habe gerade in den letzten anderthalb, zwei Jahren so viele fantastische Spiele gespielt. Das ist unglaublich. Also wirklich absolutes Hochkaliber. Das ist schon geil. Ja, ist echt geil. Ich bin neulich mal wieder erschrocken, wo ich weiß gar nicht, an was ich gedacht habe. Es ging irgendwie um zukünftige Technologien oder Konsolengenerationen und ich gehe jetzt auch schon auf die Mitte 40 zu. Oh. Und ich werde jetzt halt vielleicht auch, keine Ahnung. Ja, wobei, es gibt ja auch viele Senioren, die noch spielen. Also ich hoffe auch, dass ich mit 70, 80 noch spielen kann. Na klar. Und ich denke mir, okay, es sind schon noch ein paar Jahre, wird noch so geiles Zeug erscheinen. Aber was das Schlimmste ist, jetzt mal abgesehen natürlich von den naheliegenden Familiengeschichten und so weiter, ich finde es total schlimm, dass ich nicht mehr die Spiele sehe, die in 50 Jahren rauskommen. Okay, du machst dir Gedanken. Ja, würde ich mir auch schon mal denken. Ja, es gibt bestimmt das Holodeck noch was man heute sehen. Heute noch gar nicht. Ja, ich glaube Holodeck oder was Vergleichbares, das erleben wir noch. Also, Ja, vielleicht. Was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Was soll diese Lupe hier? Oder so einfach nur, ich möchte mal ein Neuro-Implantat. Man hat sich nur noch da einstöpselt und das dann praktisch da unten ist jemand. Einfach direkt erfahrbar wird. So. Also so Optik in, sag ich mal, Optik in VR, das wird jetzt nicht mehr so lange ein Problem sein, glaube ich. Es tut sich auf jeden Fall. Es wird schon interessant werden, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt machen wir mal so jetzt mit dem. Hast du halt das Blasrohr, die pennen dann ein, oder? Ja. Okay. Nein. Bedienstete kommen überall hin. Dieser Mann könnte mir einige Türen öffnen. Was mache ich jetzt mit dem? Einfach hinterherlaufen, oder wie? Ja, da muss man mit dem reden. Da wird es ja ein bisschen gestresst scheinen jetzt gar nicht. Nö. Jetzt redet auch mit ihm, der hockt doch da. Wer geht's jetzt? Ja, wahrscheinlich bin ich immer noch
So, jetzt bin ich doch aber eigentlich unsichtbar, oder? Ah ja. Jetzt. Wie drückend sich die Luft heute anfühlt. Dies sind verräterische Zeiten und höchst ungastlich. Sollten wir nicht den Gast ehren, wie es ihm zusteht? So ist es. Aber El Mutawakkil wurde in seinem Winterpalast ermordet. Seitdem wurde der Wachschutz erhöht. Das sehe ich. Überall treffe ich hier auf düstere Blicke und verschlossene Türen. Hau nicht. Danke fürs Zuhören. Wir hätten doch mehr so Münzen sammeln sollen. Was soll was anderes jetzt machen? Hast du noch das mit Aufständischen durch so ein anderes Tor oder was? Weil eigentlich einmal haben ja, sie ja, schon die gemacht. Ja, ja, die müssen doch noch ein Tor durch. Und dann mehr Chaos. Wir sind doch dabei. Wir sind nämlich Schwerverbrecher. Pass bloß auf, ich bin auf 12 Sternen zum Tode verurteilt. Ich finde es aber manchmal interessant, ja, was Leute für einen Tunnelblick haben. Das merke ich bei bestimmten Themen, so unter YouTube-Kommentaren. Zum Beispiel ein ganz beliebter Kommentar ist, das sehe ich so hier unter Starfield-Videos, die ich mache oder so, dass es so eine Gruppe von Leuten gibt, die immer sagen, ja, die Spieler von heute, die wissen gar nicht mehr zu wertschätzen. Die sind immer nur am Meckern. Die können überhaupt nichts mehr einfach nur gut finden. Die suchen überall immer nach den Fehlern. Und vielleicht kriegt man diesen Eindruck, wenn man jetzt nur Starfield spielt und nur Starfield, keine Ahnung, Videos guckt und dann halt da beschwert und liest, dann denkt man so, alle sind ständig genervt. Ach so, oh, das sind die Aufständischen. Den kann ich... Oh, jetzt scheiße, da kommen jetzt natürlich die... Ja, verprügel sie jetzt. Ja, verprügel die einfach, nicht wegrennen. Man muss ja dann jetzt wiederbeleben. Genau. Siehst du? Nicht wegrennen, einfach die wegkloppen. Rufe Hilfe! Klingt, als gäbe es Ärger. Nur ein Irrer würde uns angreifen. Oh, jetzt ruft er natürlich seine Spießgesellen. So, hau den weg, bevor er den Typen killt. Dann muss er ganz, ganz Dach wieder beliebt, wenn er einfach alle Leute wegboxt da rechts. Du musst dann schon helfen. Erbärmlich! Haltet ihn hier vom Leib! Jetzt wird das Fleisch gehackt! Da kommst du nicht durch, du Narr! Ah! Ich könnte dir Hilfe gebrauchen! So. Da haben sich wirklich mit einer Sache beschäftigt, aber das ist so lächerlich, weil es gibt genug Spiele, die Leute wirklich gut finden und ganz unterschiedlichste Spiele auch. Es wird halt vom kleinsten Indie-Game bis zu irgendwelchen Großproduktionen werden halt ja, extrem gut, aber du viele würdest Spiele. Ja, du würdest ja, also entweder du legst halt einen objektiven Qualitätsmaßstab an Design an oder an Gameplay-Elemente und wählst dann nur die, die dem auch entsprechen oder den erfüllen, oder du sagst, bei diesem oder jenem Spiel ist mir das egal. Ich spiele es trotzdem. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel nur tolle Dialoge haben will und sage, so sollten Dialoge immer sein, dann werde ich mit Starfield keinen Spaß haben. Mit Baldur's Gate halt schon. So. Oder vielleicht auch mit Last of Us oder irgendwas, wo halt die Dialoge toll inszeniert sind und gut geschrieben sind. Das ist auch alles okay. Ich meine halt nur, dass diese Argumentation so komisch ist, dass halt Leute dann praktisch ihr Abwehrmechanismus ist halt zu sagen, nicht Starfield ist ein Spiel mit Schwächen, sondern ja, die Leute meckern einfach alle nur, weil sie nichts mehr gut finden können heutzutage. So, ja. Das ist halt ihr Argument praktisch für die Fehler von Starfield. So, das Spiel ist eigentlich super, die Leute können es halt bloß nicht mehr wertschätzen. Und das ja, halt das verstehe ich, ja, das stimmt. Das verstehe ich allerdings auch nicht so richtig. Weil es hat rechts und links die ganze Zeit Spiele gefeiert werden, alles Mögliche und zu Recht. Und das hat einfach kein Argument. So, man kann auch noch sagen, auch das, ich finde, es gibt schon. Man kann auch nicht immer sagen, das kann man alles nicht sagen und objektiv feststellen, das ist auch Käse. Das heißt nicht, dass ich jemandem sage, du hast jetzt keinen Spaß an Starfield. So, für irgendeiner ist es sicherlich das beste Spiel der Welt und er hat halt auch seinen Spaß daran, alles fein. Das will ich auch niemandem wegnehmen. Ich weiß auch Filme und Serien und Spiele, wo ich objektiv sagen kann, die haben massig Fehler, die sind nicht gut in vielen Aspekten. Ich finde es trotzdem super, für mich ist das genau das Richtige. So, und das so ein bisschen, ich kann das jetzt irgendwie super objektiv immer die ganze Zeit, das liegt in der Natur der Sache, aber dass man so ein bisschen zumindest das auch wahrhaben kann. So, ich finde das so abgefahren, wie viele, gut, das ist mir bei allen möglichen Fandoms, aber dann so ein
so einen Beißreflex entwickeln, sobald es dann immer was gibt, was sie mögen und da auch jegliche Perspektive verlieren. Ja, das ist ja oft, wie heißt's, Sunk Cost Fallacy, dass ich schon so viel emotional vorab oft in Dinge investiert habe, dass es mir dann wahnsinnig schwer fällt, wenn die dann eine Enttäuschung sind und dann rede ich es mir halt schön irgendwo. Und Starfield ist, glaube ich, echt so ein Fall. Da wundert es mich tatsächlich auch ein bisschen, weil das, was da alles irgendwie scheiße dran ist, ist erstens jetzt gar nicht so oberscheiße, da gibt es viel Schlimmeres. Und vor allem war es, wenn dann bei Spielen, die nicht jetzt schon 50 Jahre alt sind, schon genauso schlimm. Es ist halt nicht besser geworden, ne? Und es gibt ja genug Leute, die das klassische Bethesda-Spiel einfach sehr mögen. Also ich kann jetzt auch sagen, okay, Starfield ist nicht das erste Spiel, was schlimme Bethesda-Gespräche hat, sondern dann kann ich mir halt auch Fallout 4 anschauen und dann kann ich mir ehrlich gesagt Oblivion und Skyrim auch anschauen, wahrscheinlich. Jawohl, ein paar Sachen halt fehlen. Warte mal, ich muss mal kurz, weil ich glaube, ich gehe jetzt dann gleich, ich glaube, ich hab's jetzt, bin jetzt eh schon gleich da. Oder? Ganz interessant aus, keine Ahnung. Dann merk dir mal, was du sagen willst und wenn es hier mal kurz weniger dramatisch ist, dann erzählst du es noch, denn jetzt machen wir eine kurze Pause. Okay. Und dann sind wir vielleicht sogar schon beim Kopf der Schlange. Schauen wir mal. Bis gleich. Tschüss. Okay.